I come alive inside the light of the unexpected. Yeah, Perfect Life von Levina. Es geht in diesem Video zum einen darum, wie spiele ich es nach, aber zum anderen auch um die Frage, was ist an dem Song gut, was ist an dem Song nicht so gut und was habe ich für mein Cover ändern müssen, damit ich einen besseren Zugang zu dem Song finde. Weil irgendwie finde ich, dem Original fehlt der Ohrwurm und irgendwie ist der Song nicht so richtig rund. Woran liegt das eigentlich? Gucken wir aber erstmal auf die Töne. Wir befinden uns in S-Dur bzw. C-Moll. Das sind die gleichen Töne, von daher ist egal, welche Tonleiter ihr spielt. Fangen wir mal beim S an. F, G und dann noch As und B. Dann habt ihr alle schwarzen Tasten. C, D und dann geht's wieder von vorne los. Wenn euch das zu schnell geht, habt ihr natürlich immer die Erlaubnis, zurückzuspulen, aber ihr könnt auch in der Videobeschreibung euch die PDF ausdrucken. Kann ich euch empfehlen, dann habt ihr alles auf einen Blick. Wenn ihr diese Tonleiter könnt, könnt ihr eigentlich die Melodie anfangen zu üben, denn auf diesen Tönen bewegt sich alles für dieses Stück. Auch die Akkorde, by the way, in der Strophe sind das C-Moll, As-Dur, S-Dur und B-Dur. Wenn ihr diese linke Hand könnt, könnt ihr schon mitspielen mit dem Original. Und seid kreativ damit. Ja? Guckt jetzt nicht, oh Klaus, in welcher Umkehrung hast du jetzt den und den Akkord gemacht? Nein, spielt einfach mal so ein bisschen diese Grundtöne und diese Akkordtöne und dann findet einfach eure eigene Version. Das macht am meisten Spaß und ist die musikalischste Herangehensweise. Also viel Erfolg, Spaß dafür. Ihr könnt mir auch gerne mal was schicken, wenn ihr was zeigen wollt. Würde mich sehr freuen. Okay, worum geht's in dem Song? I come alive inside the light of the unexpected. Also, ich werde geboren, ja, ich muss raus aus meiner Comfort Zone und jetzt geht's darum zu überlegen, was ist eigentlich das Perfect Life. An der Strophe habe ich erstmal gar nichts geändert. Ich finde die, ja, ist ganz nett und ganz okay. Um die geht es eigentlich auch nicht so wirklich. Der Refrain ist eigentlich das Entscheidende bei so einem Song. Und da muss ich sagen, bin ich nicht richtig mit warm geworden. Woran liegt das? Erstmal im Original. I've been walking asleep, dreaming awake, finding in every breath I take. Oder finding I bend, but I don't break. Also, erstmal kann man nichts gegen die Melodie sagen, denn wir nehmen Anlauf, da 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 da, wir nehmen wieder Anlauf, da 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 da, ja, und springen immer einen Ton höher, da 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 ba, so weit so gut, da 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 da, dann wird es zurückgeführt, allerdings einen Ton zu tief, meiner Meinung nach. Warum gehe ich unter den Grundton? Ich habe mich entschieden, fun in a band, but I don't break, einfach auf dem Grundton zu bleiben, weil ich dadurch auch harmonisch besser dieses ich komme immer wieder an den gleichen Punkt zurück darstellen kann. Und zwar komme ich jedes Mal wieder zurück auf As-Dur. Da 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 da. Das symbolisiert einfach ganz schön, es geht jetzt einfach noch weiter. I'm almost a sinner, nearly a saint, finding with every breath that I can take. Da habe ich den Text geändert, Finding in every breath I take ist das Original und ich habe gesagt, with every breath that I can take. Die Betonung, der, also ist anders, der Zielton, der hat einfach eine besondere Position da. Ne? Weil das der höchste Ton ist, kriegt er mehr Aufmerksamkeit als alles andere. Und deswegen ist es schön, da ein starkes Wort hinzusetzen. Breath that ist zwar eine merkwürdige Kombination wegen dieses THs, aber das kann man zusammen schweißen, breath that, breath that. Und das ist genauso gut zu singen wie finding with every breath I take. Fand ich ein bisschen eleganter an der Stelle. Und dann geht es im Original weiter. Ich muss immer so umschalten im Kopf, also da brauche ich immer so eine Sekunde. I'm not afraid of making mistakes, sometimes it's wrong before it's right. That's what you call a perfect life. Also, das dümpelt mir sehr stark auf diesem G rum, wo ich denke, ja, wohin will jetzt eigentlich die Melodie? So ein wirkliches Ziel hat die nicht mehr, keine Entwicklung ist mehr da. Und I'm not afraid of making mistakes.
Das finde ich sehr ungünstig. I'm not afraid of making mistakes. Höchster Ton des Stückes, make, auf make. Making mistakes. Und dementsprechend ist auch die letzte Zeile, that's what you call a perfect life, die tiefer ist, viel, viel schwächer, weil dieser hohe Ton schon vorweggenommen wurde. Was habe ich jetzt geändert? I'm not afraid, genau. I'm not afraid of my mistakes. If I'm wrong, if I'm right. Also da habe ich gedacht, if I'm wrong, if I'm right, darauf die Betonung zu setzen und dann that's what you call a perfect life. Und dann ist eigentlich, finde ich, ganz schön der Teppich ausgerollt, die Spannung ist da, um zu sagen that's what you call a perfect life. Und dann habe ich irgendwie, finde ich, eine runde Sache in diesem Refrain. Schön übrigens am Original finde ich, dass ich dann am Ende nach C-Moll gehe, in den Trugschluss. Also, that's what you call a perfect life. Man könnte ja auch denken, that's what you call a perfect life. Es-Dur. Aber das wäre arg belanglos und so ist es ein bisschen diffuser, ein bisschen nachdenklicher noch. Das wollte ich in meiner Balladenversion unbedingt auch drin haben. Mir ist der ganze Text irgendwie zu willkürlich. Der hat einfach kein Standing. So, diese Gegensätze, die man so, ich bin mal bin ich ein Sünder, mal bin ich ein Heiliger irgendwie. Das hat für mich überhaupt keine Haltung. Die fehlt mir einfach. Ich verstehe den Song vielleicht auch einfach nicht. Aber für mich ist der auch vom Rhythmus der Aussagen so unstimmig. Also hier, Walking Asleep sind schon zwei Statements. Dreaming Awake sind nochmal zwei. Also ich habe dann in dieser ersten Zeile schon vier Begriffe. Und dann Finding I bend but I don't break ist dann die zweite Zeile genauso lang, aber hat viel weniger Aussagekraft. Das ist halt so eine Ebene, die man sich als Hörer nicht so bewusst macht, aber ein Songwriter achtet auf solche Sachen, dass das irgendwie so eine Stimmigkeit einfach hat, so von der Aussagekraft. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, warum mache ich es dann als Piano-Ballade? Ne? Ist ja eigentlich idiotisch, wenn da schon der Text nicht so besonders dolle ist. Warum wähle ich ein musikalisches Genre, wo man besonders eben auch auf die Worte achtet? Ist Levina dann nicht viel cleverer, die einfach eine Party rausmacht? Ja, ganz ehrlich, ich feiere mein perfektes Leben, mehr brauche ich nicht, um einen Gute-Laune-Song zu performen. Und das macht sie auch ganz gut. Ich finde zwar, der Song ist ein Tick zu langsam, 3 Beats schneller, wäre schön gewesen. Und ich finde auch, der Sound ist etwas angestaubt, weil die Rhythmik zu wenig pumpt. So klingt es für mich ein bisschen zu sehr nach Disco Fox Schlager. Aber naja, es ist ja auch ein Eurovision Song Contest, der in so einer Schlagertradition ist. Ja, denkt ihr, das ist vielleicht sogar ganz clever? Gefällt euch der Song vielleicht sogar? Wenn ja, was gefällt euch gut? Wenn ihr meine Version besser findet, könnt ihr mal auch sagen, was ihr besser findet oder was ihr schlechter findet. Zumindest ist das meine Art und Weise gewesen, wie ich mich versucht habe, diesem Song zu nähern. Und ich muss sagen, Levina kriegt das gut hin, das zu verkörpern. Selbst die Textzeilen, die nicht gut geschrieben sind, klingen bei ihr irgendwie noch gut, weil sie es einfach mit einer schönen Klangfarbe präsentiert. Ich muss sagen, ich sehe den Song nicht unter den besten 10. Ich will mich da nicht genau festlegen, aber ich finde, der Song ist zu unauffällig, als dass der in irgendeiner Form bei dem Eurovision Song Contest eine Chance hätte. Ja, guckt euch auf jeden Fall mal mein Cover fehlerfrei und in voller Länge an. Das würde mich sehr freuen. Wenn es euch gefällt, natürlich umso mehr. Und dann gibt es auch noch ein Video, wo ich die Plagiat-Thematik aufgreife, denn diesem Vorwurf muss ich Perfect Life auch konfrontiert sehen. Klingt doch irgendwie nach David Guetta Titanium, also diese E-Gitarre. Und es gibt auch noch einen Blockbuster aus Una, Young and Wild heißt der, der irgendwie dann doch dieselbe Melodie hat wie der Refrain. Also Plagiat, Fragezeichen. Darum geht es in diesem Video. Ja, danke fürs Zuschauen. Ne? Das ist hier so ein bisschen mein Laber-Video, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wenn euch sowas gefällt, bewertet mich mit einem Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das hilft, ja, weil wenn ihr das sehen wollt, dann gibt es auch zukünftig mehr davon. Wünscht euch was
von mir. Guckt auch mal bei Facebook rein, wo ich live streame. Und dann bin ich jetzt mal raus. Tschüss.